Hier neben mir sitzt Patrick Fielka von den Proven Volleys TV Holz. Und Patrick, du bist ein hauptamtlich angestellter Trainer hier beim TV Holz. Mhm. Erklär mal, wie es dazu gekommen ist. Ja, es ist dazu gekommen, dass ich mein Sportwissenschaftsstudium in München gerade beendet hatte und sehr am Überlegen war, was ich beruflich mache. Davor die letzten 6 Jahre ehrenamtlich tätig war und eigentlich auch meine gesamte Freizeit mit Volleyball verbracht habe. Und ja, dann ist es eben dazu gekommen, dass ich über Zufall von dieser Ausschreibung der Stelle hier in Holz erfahren habe. Und ja, dann habe ich mich entschieden, mich zu bewerben und es zu probieren. Genau. Und jetzt muss man sagen, du kommst aus München. Genau. Ja, ja. Und bist nach Saarbrücken im Grunde gezogen. Genau. Ja. Ja. Und hast es bereut oder nicht? Nee, gar nicht. Also ist natürlich, München hat mal viel zurückgelassen, klar, aber es ist für mich, hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Schritt. Es ist genau das, was ich machen will beruflich. Und die Möglichkeit hätte es in München in dem Maße halt nicht gegeben. Deswegen. Hauptberuflich hier als Volleyballtrainer zu sein, heißt, du hast eine 40-Stunden-Woche mit Volleyball? Also im Moment eine 30-Stunden-Woche, zum nächsten Jahr eine 40-Stunden-Woche, genau. Auf dem Papier. Und, aber gut, es ist, natürlich ist man am Wochenende noch in der Halle, aber im Prinzip ist alles, was man macht, Volleyball. Ja, also man muss sagen, der Verein hat so eine Stelle geschaffen. Ne? Das heißt, es mussten Gelder akquiriert werden, die mussten Sponsoren überzeugen letztendlich. Genau. Und der Verein musste haushalten und hat dann entschieden, so eine Stelle zu schaffen. Was sind deine Aufgaben hier im Verein? Also meine Aufgaben umfassen zum einen das Jugendtraining, dass ich im Jugendtraining einfach mich darum kümmere, dass wir eine Struktur reinbringen, dass wir da eine Trainingsphilosophie entwickeln und eben die gesamten Jugendmannschaften zu betreuen oder zumindest dass ich einen Überblick über alle habe. Wie viele Kinder habt ihr hier im Verein? Wir haben insgesamt ca. 70 Kinder, denke ich mal ungefähr, müsste hinkommen. Genau, plus ein paar Erwachsene noch. Genau. Und ihr macht viel Kooperation mit Schulen? Genau, wir haben jetzt dieses Jahr mit 6 Grundschulen Kooperation gestartet, an denen ich vormittags bin, mit verschiedenen Modellen, wie wir sie betreuen. Im Prinzip sind es 6 Grundschulen, die ich besuche. Und da Volleyball vorstelle, entweder über das gesamte Schuljahr hinweg in Form einer AG oder innerhalb mehrerer Monate, die ich da bin und den Sportunterricht an manchen Tagen übernehme. Aber das ist ein sehr großer Teil dieser Stelle, dass wir in die Grundschulen gehen und die Grundschüler bereits für diesen Sport versuchen zu begeistern. Mhm. Dass wir einfach eine breite Basis unten kriegen, was, denke ich, oben das Wichtigste ist. Jetzt gehst du da in die Schulen und machst da ein bisschen was. Und wie schaffst du es dann, Schülerinnen in den Verein zu kriegen? Also das ist im Moment unser Hauptthema, womit wir uns beschäftigen, einfach, dass wir diesen Übertrag hinkriegen. Ziel ist es halt, dass wir in der Schule einen Sportunterricht anbieten, der Spaß macht, der wettkampforientiert ist, dass jedes Kind sofort an den Ball geht, ganz viel mit dem Ball machen kann, ganz viel Wettkampfcharakter hat und dass wir die Kinder da halt wirklich begeistern. Ja, da kommen wir dann 2-3 Mal mindestens pro Klasse, eben je nach Modell. Wir nehmen dann auch noch ein paar unserer US-Spielerinnen aus der ersten Damenmannschaft oft mit. Das ist für die Kinder dann nochmal so ein Erlebnis, boah, da steht jemand mit 1,90 vor mir, boah, die spielt gut Volleyball. Das ist einfach nochmal was anderes, als wenn ich nur hingehe und das erzähle. Genau, und so hoffen wir, dass wir den Übertrag dann gewinnen. Die Kinder kriegen dann Briefe von der Schule oder von uns mit Kontaktdaten, mit allen Informationen, wann Training ist. Genau, aber das ist auch noch die Schnittstelle, an der wir einfach noch arbeiten müssen, weil der Übertrag im Moment noch nicht so ist, dass wir finden, dass es reicht. Mhm. Also du machst das Grundschule macht ihr das, ne? Das heißt, in welchen Klassen dann konkret? Eigentlich von 2. bis 4. Klasse. Wir haben eine Schule, da betreuen wir die 1. Klasse auch, aber 2. bis 4. Klasse, weil für uns der Schwerpunkt sportlich auf den 3. bis 4. Klassen liegt. Natürlich ist es halt auch wichtig, dass wir in der 1., 2. Klasse auch Kinder gewinnen, einfach aus dem Grund, dass sie uns nicht in andere Sportarten gehen. Meiner Meinung nach kann man jedes Niveau erreichen, auch wenn man in der 4. Klasse anfängt. Aber für uns geht es halt darum, wir stehen in Konkurrenz zu anderen Sportarten, dass wir versuchen, die Kinder halt für uns zu gewinnen. Mhm. Genau. Also 2. bis 4. ist der Fokus. Ja. Du hast auch eine Koordinationsaufgabe, was so andere Trainer im Verein betrifft? Also wir sind jetzt eine sehr übersichtliche Anzahl von Trainern, sodass wir eh ständig in Kontakt sind. Also es ist jetzt nicht, dass wir 20 Trainer hätten, sodass man da wirklich großartig was koordinieren müsste. Wir sind ständig in Kontakt, sodass es eigentlich direkt läuft. Keine 20, aber wie viele Trainer sind es konkret? Wie viele haben? Wir haben 2 Damen, 1 Trainer, mich, 3, 4, 5, 9 Trainerinnen und Trainer. 10 haben wir, genau. Aber dadurch, dass wir eben oben in der großen Halle, in der Dreifachhalle, die meisten unserer Jugendtrainings haben, sehen wir uns oft alle in der Halle und das wird dann halt untereinander besprochen. So dass ich da jetzt nicht irgendwie federführend sage, der und das macht das bitte. Ja. Genau. Du hast ein Sportstudium gemacht. Sportstudium stelle ich mir so vor, da hast du mit allen möglichen Sportarten mal zu tun. Aber Volleyball war schon vorher.
Wo wir dein aber vorher, Steckenpferd? genau, also das Sportstudium war ein wissenschaftlich orientiertes, es ist so ein Sonderding, das München gemacht hat, also ohne diese Sportarten eben wirklich nur die gesamte Theorie hinter der ganzen Geschichte. Mit Volleyball habe ich irgendwann mit 16, 17 bin ich als Quereinsteiger dazugekommen und er hat durch Zufall in einen Trainerkurs gelandet und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Genau. Und wenn du jetzt ein Training machst mit einer Gruppe, was ist so deine Philosophie? Wie baust du eine Übung auf? Wie baust du eine Trainingsanlage auf? Was könntest du an Ratschlägen verteilen an andere Trainer, was gut funktioniert hat bei dir? Ja, also ich denke, das Wichtigste ist an sich, dass man ein Ziel hat, dass man ganz genau weiß, wohin man will und dass man darauf auch hintrainiert. Also für jede Trainingseinheit ein Ziel, für jeden Spieler wissen, wo man mit ihm hin will, wissen, wo man mit der Mannschaft hin will und dann konkret das trainieren. Also dass man nicht den Fehler macht, irgendwo eine Übung zu sehen und eine Übung zu machen, sondern ein Ziel vor Augen und dann das dafür tun, was nötig ist, um das Ziel zu erreichen. Ist so, genau. Wenn du generell eine Übung machst mit 3, 4, 5 Leuten, gibt es da bestimmte Punkte, auf die du immer achtest oder die dir wichtig sind bei so einem Übungsdesign? Also am Ball sein ist mir wichtig, dass eben wir keine großartigen Pausen haben, wo jetzt ein Spieler nur auf Warteposition ist, dass jeder möglichst viele Ballkontakte hat, bei den Ballkontakten dann versuchen, so weit wie möglich das auch qualitative Ballkontakte draus zu machen. Ja, Ball und dass halt jeder Spieler, was mir sehr wichtig ist, ist, dass er selbstständig an sich arbeitet. Also zum einen gibt es die Korrekturen von mir, aber ich erwarte halt dann von den Spielern auch, dass sie die selbstständig umsetzen. Das ist mir wichtig. Dass jetzt, wenn ein Spieler ein Training das 5-mal gehört hat, dass er im nächsten Training auch noch, wenn wir dieselbe Übung oder dieselbe Geschichte machen, dass er auch noch darauf fokussiert ist, das umzusetzen. Genau, das sind so die Dinge. Patrick, vielen Dank für das Gespräch und ich bin mal sehr gespannt, was jetzt gleich in der Trainingseinheit noch passiert. Ja.